on my way. Oh, hier könnte man ihn natürlich auch entstellen. Habt ihr noch Glühwürmchen gefunden eigentlich an dem Tag? Nö, ich bin damit ja rausgegangen. So. Okay. Bin ich mit dich? Von mir musst du noch ein Stück zu dir hin. So? Ja. So schaut's gut aus. Und von hier aus gesehen musst du von dir aus nach links. So? Ja. Klein Stück. Ja. Hätte den natürlich jetzt einbauen können nach unten, ne? Ja. Das kann man immer noch machen. Willst du Herz aus Eisen noch schnell machen? Die hat nur einen Punkt. Oder wir gehen zurück zu dem Altar, aber... So, also Eisen ist ganz recht, ne? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Also müssen wir jetzt zu unserem... Wo ist denn der? Hier? Zum Altar und dann machen wir das Reihezeichen noch schnell. Schrein der Flamme an! Schau mich nicht an. Was? Was soll ich nicht? Lass mich nicht anschreien. Hab ich doch gar nicht. Mixing, doch. Kommst du mit oder baust du? Bin schon unterwegs. Okay. Ich bin schon Fischer auf der Häusle baue. Sag mal, wie kann ich denn diesen Aufwind benutzen beim Gleiten? Leertaste. Ja, aber ich mach das schon. Und dann. Ui. Hui! Das ist ja witzig. Aber das dauert ein bisschen, bis du es wieder aktivieren kannst, ne? Also, du musst 120 erst gleiten, Mana. Dann kannst du ihn aktivieren und dann kostet er auf jeden Fall Mana. Hm, 120 Mana. Ach, das ist das Blaue da oben. Okay. Das habe ich vorher nie benutzt. Interessanto. Cool. Awesome. Hallo? Hallo, ist jemand da? Wow, ja, hier ist Besuch. Hier ist ganz viel Besuch. Oh mein Gott. Jetzt mal aufhören zu blocken, das kann ich nicht schießen. Wechsel, habe ich dir gesagt, du darfst nicht mehr sterben. Ja, dann packen wir da keine Level 16 Gegner an, Profis. Die sind Level 16, du bist 15. Ja. Baller hier drauf, was geht, aber die blocken die Hälfte in Schaden. Nein! Ja, wenn du selbst mit deinem Level 21 Probleme hast, dann darf ich mich hier wohl mit Level 15 da hinlegen. Kein Problem, wir retten dich. Komm her, nimm meine Hand. Hier. Ei, 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 batsch! Da steht er wieder wie eine 1. Ich bin. So. Gibt's einen gut? Leben alle. Mhm. Gut. Ah, das ist der Turm, wo wir schon mal waren und heile. Hey, Thorsten. So? Wo kommst denn du da schon wieder her? Wieso machst denn du denn jetzt die Truhe auf, wenn ich hier gerade hochkletter? Dann sagt er, dass du hochgehst. Dann spare ich mir den Weg. Ja, aber da ist doch die Silbe nicht drin. Wixi, Kraxi. Standort und. Doch. Fleischhacker habe ich gefunden. Aber der ist nur ein grün. Aber das sieht krass aus. Mhm.
Standort unten? Oder bist du schon wieder weiter gefunden? Bist du schon wieder da drüben? Ja, der sagt ja Standort unten. Bei dir da unten, oder was? Wir müssen da runter. Hab ich eine Höhle oder so? Folge der Fackel, Max. Du hast doch einen Gleiter, warum gleitest du nicht? Hm, wer? Na du! Ich war ja schon unten. Nee, ist doch okay. Kann nicht hochgleiten, das funktioniert nicht. Er stand da unten, also abwärts. Ubi. Ja. Die Tür jetzt flügt. Oh nein! Ah, da leuchtet euch was. Ja. Ui. Sieht euch das. Aua! Oh, Wolf. Ich habe sehr viel zu lesen. Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse, richtig? Ganz luxuriös, mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts, nur Malfarben und Kissen. Wenigstens habe ich einen Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasminas Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es kein anderer Schätze gegeben, wenn Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker in das Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl. Abgesehen von meinen privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für Surats Rast gebrauchen könnte. Außer vielleicht die getrockneten Yucca-Frucht, aber erzählt das nicht. Mutter Kendall, das sind meine. Mein Schatz, lass mich vorbei. Ja, oh ja. Du hast die extra die Tür offen gelassen, ich bin wach hier. Oh, ich geh erstmal schlafen. Also, was hier? Möchtest du die Tür nicht öffnen? Oh, ich hab einen sehr coolen Bogen für dich. Ich hab einen Fernkämpfer, Wirkwurzel, Nahkampf. Ah, ist eher was für euch. Da kann ich selber reingucken. Naja. Ich lese mal eine Zeit. An meine geliebte Königin. Deine Haut olivenbraun und zart wie eine Wüstenrosenknospe. Deine Stimme ein sanftes Beben, ein warmer Hauch im Sommerregen. Immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe. Ich möchte an deiner Seite sein, deine Fußspur neben meinem Sand sehen. Den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Okay. Rauch am Horizont. Ein verheerendes Feuer lodert auf den Dächern von Surats Rast. Wir waren zu spät. Sie kamen vom Rabenblick Bergfried geflüchtet. Jetzt ist Surats Rast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht. Alles Gepäck hinter sich lassen, schnell und leise mit dem Wind im Rücken. Die Straße zur Glutwacht ist eine gefährliche. Wir müssen los. Ehre sei Erlands, gesegnet seien die Erbauer. Jasmina. Dieses Surats Rast ist ja genau vor uns dann, ne? Mhm. Ist sonst noch was gewesen? Nö. Wir sind wieder volle Leute reingerannt hier in die Olga. Natürlich. Bippidi bappidi bu. Oh, sehr wieder. Sehr schön. Aha, was ist denn das hier oben? Und vorsichtiges Boom. Aber sonst ist ja nix. Also ich sehe nichts, siehst du was? Ich sehe gar nichts, sehe ich ja gar nichts. Oh, so ein riesengroßen Krater. Ja. Über den Gebäude schon. Ja, ich glaube schon, das ist mit den ganzen Ratten gewesen, oder? Könnte aber auch ein anderes sein, weil irgendwie sieht ja alles sehr gleich aus, ja. Ich glaube, das ist was anderes. Hm?
Hier ist schon wieder so ein Flutterfliegzeug hier, oder? Hallo, sind die Käfer? Ja. Ich habe auf jeden Fall eine Mieze. Oh. Der Vogel putzt nach. Mieze ist kaputt. Okay. Sonst ist hier nichts, hm? Also weiter nach dort, wo der Vogel runtergesprungen ist, oder? Der die Richtung. Noch sind. Das ist ganz viel mehr. Du mich erschreckst. Wo? Ah! Hier wohnt da jemand. Vorsicht! Herbert ist zu Hause gewesen. Aua! Mann, ja, Herbie. Ich habe ganz schön aufgemischt, du. Mann, Herbie, was ist mit dir? Ja. Sim. Ah, da ist gar nichts, ne? Erstmal da unten. Naja, hier ist noch eine Brücke. Hier ist alles umgeben von mir erstmal. Huch, nein, das wollte ich nicht. Oh Mann, jetzt habe ich das benutzt. Okay, das war nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich mal nachsparen. So, weg geht auch. Vorsicht, Max, Vorsicht! Pass auf, du fällst sonst. Runter. Hinunter. Ja, ich hätte dich schon fliegen sehen. Jemand zu Hause? Aber nur ganz kurz. Schau, wie cool aus das Dorf. Die Treppe mag ich. Oh. Mana sparen. Hehehehe. Du bist ja auch ein Zauberer. Peng. In dein Gesicht und links und rechts und vor, zurück zur Seite ran. Fertig ist ein Schnürsenkel oder so. Ah, bumm! Au, wer war das? Diese scheiß Dinger sind das hier. Los, jetzt flieg in die Luft. Los! Ja, ah, geh weg. Könnte ich das? Würde das nicht meiner DP irgendwie falsch schaden? Oh nein, hier ist ein Grüner. Wo ist ein Grüner? Hier, oh mein Gott. Oh, Mommy? Ich habe Problems. Nein, no, natürlich Problems, but... Das ist... Oh, das ist eine ganze Menge los hier. Huhui. Ah, ich darf den Grün abzulenken. Fette, fette Party. Ja, ich hab ein bisschen. Der Grün ist down. Ich helfe dir. Aua, ja. Ja, ist ein bisschen. So, da unten ist noch mehr. Die Windkraftkräuter die ganze Zeit. So, dann haben wir eigentlich auch genug, ne? Hier sind auch noch genug um die Ecke, by the way. Ich sehe schon. Menge stehen hier. Ja, ich dachte, wir killen das mal alles, bevor wir uns hier umgucken in Ruhe. Ja, noch irgendwas. Huch? Ja, boom. Hier ist ein. Ich versuche sie mit den Höhen auszunutzen, für mich ist das halt besser. Ich sehe jetzt hier schon mal keine mehr so weit. Ich hab was zu lesen gefunden. Achte auf den Krippenbedarf. Elias, bitte beachte, dass die Kisten mit der Aufschrift Krippenbedarf tatsächlich mit Waffen für die Rebellenarmee des Auftraggebers gefüllt sind. Die Wachen sind uns dicht auf den Fersen. Ich habe die Ware vergraben und die Stelle markiert. Heutzutage darf man kein Risiko eingehen. Einige von ihnen enthalten starken Sprengstoff. Sei also äußerst vorsichtig. Wir wollen unser Versteck nicht verraten. Verhalte dich ruhig, ja? Dafür könnten wir unsere Köpfe verlieren.
Dann wird's ruhig. Und Thorsten ist mal. Ah! Ah! Ja, wenn du was loot ist und das explodiert, dann mach ich schon A. Ah! Haha, haha! Oh, hier ist eine Hülle. Hallo? Jemand zu Hause? Das ist ein Faker. Schade. Ah, Kaka, Kaka. Eisen Amboss. Das ist doch gut. Willkommen, willkommen. Direkt mitnehmen. Was ist ein Amboss? Ne, also zum Reparieren meine ich halt. Natürlich. Tada. Ich habe mir nur gerade. Ich nehme die Tür. Gehen Sie da rein, gehen Sie da rein, gucken Sie, gucken Sie. Ah ja. Mhm. Mit einem ganz schön großen Schädel. Das habe ich gesehen. Keine Beweise. Hast du doch, ich hab's gesehen. Hast du dir ein bisschen weh getan? Hab nichts gesehen. Doch, hab ich. Like das, ja, like das nicht. Wir haben das. Wir haben es alle gesehen. Wow, hier ist noch einer. Din din dum 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 walk walk walk. Hier ist noch ein Dings, Amboss. Walk 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 walk. Ist noch was zu lesen hier oben. Walk 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 walk. Ah, ausgedrückt. Walk walk walk. Brauchst du Hilfe? War zu spät. Nein! Aber hier ist noch einer. Oh, zwei. Drei. Vier. Mixin? Nein, Mixin. Ja. Das ist auch noch Wolf. Die haben mir Hacke Peter. Sag, Peter wird, ne, später. Wird Mixin später. Komm so hoch, junger Mann, ich helfe ihm mal auf. Fühlt er mich gerade wie frisches Hack? Ja, war ein bisschen schwierig, ja? Wie war das zu lesen? Ah, hier. Niemand überlistet mich. Thor kam gestern Abend von seiner Erkundungsmission zurück. Er warf mir diesen staubigen Beutel mit Schriftrollen zu und sagte, dass er alles, was sie erbeuten konnten. Ich kenne diesen Idioten gut genug, um zu wissen, dass er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Mein alter Freund hat selbst einen Schatz eingesteckt, aber ich werde ihn nicht verpfeifen. Stattdessen werden wir den Almanach der Matrone als Tribut verschenken. Und den Schatz nun, den wird Thor teilen müssen, was auch immer er im Zelt von Königin Jasmine erbeutet hat. Noch einer. Wird er wohl an seinen Lieblingsplatz versteckt haben. Nach all dieser Zeit hätte er immer noch kein besseres Versteck gefunden als die Spitze des alten Wachturms. Komm hier hoch. Ja? Hallo? Kann ich helfen? Ich schau nicht. Too late. Ja, ich kann ja nun mal nicht lesen und weiterlaufen. Das geht ja nun nicht. Warum nicht? Ja, weil ich. Nicht multitasking fähig. Das Spiel ist mir nicht. Zu viel zu erkunden, ne? Au! Das ist richtig. Dumme Ratte. Oh mein. Oh, das sieht ja richtig gut aus. Ich kann nicht immer zuerst zuschauen. Gehen Sie weg, Mr. Ratte. Das sieht so cool aus hier, dieses Lila, ne? Oh! Da war Kist versteckt. Kist? Erwischt. Erwischt die Kist. Wo kommt das denn her? Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich glaube, wir vereingehen in den nächsten. Same? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich hab mich irgendwo. Okay. Bei dir in der Nähe auf jeden Fall.
Okay, warum soll ich hier hoch? Wenn man da dann rüber kann, hä? Huh? Da unten bist du. Ah! Okay, warte, unter mir ist ein Hund. Hund ist down. Boah, das ist so groß, ich weiß gar nicht, wo man looten soll überall, ne? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Na du. Hier geht's nach unten. Ich dachte, ich helfe dir mal. Danke, danke. Aber da ist noch einer. Wo steht denn die teleportiert? Oh mein Gott, hier ist einfach viel zu viel. Ich weiß gar nicht. Gottes Willen. Sind nicht hier lang. Kann er P-Balken? Ich hab die Hand ausgestellt, du Nase. Ich hab den Hand aus. Unten was? Und die Ratte ist buggy, sag ich. Bibidi babidi bu! Du stirbst jetzt an Nu! Nein? Oder nicht? Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Eckstein-Block. Also hier ist alles so verwinkelt und ver... Also... Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Oh. Quest abgeschlossen. Warum ist eine Quest abgeschlossen? Was ist passiert? Karawanen. Ich hab den Kaltsteinblock gefunden. Achso. Oh, nicht, über mir oder unter mir ist was richtig dickes. Ja, ja, das ist. Ich glaube, ich habe hier die. Das glaube ich, Mama gefunden. Ja. Plünderer Arena. Jetzt schon wieder. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich schon war. Bring Mama mit raus. Ich habe hier erstmal die. Oh mein Gott. Oh, ja, ja. Oh mein Gott. Ah. Arena. Mama hat mich die Moosmaschel. Ja, ich würde dir auch gerne helfen. Ich habe gerade vier Gegner hier. Ich bin auf dem Weg, on my way. Ja, ist gut. Such dir einen hohen Platz, Thorsten, und baller das. Ja, ich habe ja schon mal Lugel hier Platz. Alles gut, alles gut. Dann kurz dran Trank. Max, du nicht genau hier vorne an der Ecke, den kann ich versuchen gleich zu holen.
Ich lenke die Decke ab. Ja. Kann sie auch mit Gift zu schmeißen. Liegt genau in der Ecke. Oh, du warst fast am Leben. Das ist richtig. Du liegst aber richtig beschissen in der Ecke, ne? Also so richtig, richtig beschissen. Das Gift tickt ganz böse. Aber das hat mich ja richtig durchgemanscht. Mhm. Das ist eine ganz fiese Uschi. Auf mit Gift zu schmeißen. Bin jetzt drüben noch kaputt. Das ist nur mal, ich mag's den wiederbeleben weiter. Hm. Seid ihr denn? Schau in der Ecke! Ja, alle zwei zusammen auf eine Mal. Yeah, I'm alive. Ich habe einen Eimer nach der Pflanze und Setzlinge bei Bäuerin gefunden. Aber der gab's denn? Mobiliar erläutert, wie man alle Arten von Setzlingen anbaut. Aha, cool. Habt ihr die Quest jetzt auch bekommen? Oder habt ihr auch irgendwas bekommen dadurch? Jo, hab ich. Hier hinten ist noch was zu lesen anscheinend. Eine Nachricht an Kendall. Schwester, konnte ich dich mit meinen Notizen erreichen? Ich habe dich in diesem letzten Jahr sehr vermisst. Dieser grässliche Auftraggeber hat versucht, mich in einen Keller auf den Jasperinseln zu sperren. Aber du hattest recht. Er konnte mich nicht lange in Fesseln legen. Es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich musste im Verborgenen bleiben. Der Umbra-Krater ist weder besser noch schlimmer als Surats Rast. Zwei Seiten der gleichen Medaille, so wie wir. Naja, vielleicht mehr Kneipenschlägereien, aber damit werde ich schon fertig. In den Nomadenanhöhen herrscht keine Ordnung. Irgendwann müssen wir diesen Chaos Herr werden. Schwesterherz, was hältst du davon? Lupa. Oh, Lupa, Schwesterherz. Engel auf Erden. Abstand halte ich. Abstand. Oh, hier einfach runterfliegen. Ich glaube, man fliegt dann in den Tod. Ich höre doch hier eine Kiste oder so. Ja. Finde ich auch nicht. Gibt es hier nicht irgendwie hoch? Was hier oben? Füg sie zusammen und was kommt da raus? Bippity bappity boo. Jedenfalls, ich habe ja nur noch vorne ein Freizeit mit Krippen, bitte. Wenn wir einen Ambus suchen, da ist wieder einer. Weil man, das ist halt so verwinkelt, jetzt weiß ja keiner mehr, wo und wer war, ne? Da ist noch eine Tür. Hallo Tür. Hallo Max. Gehen Sie weg, ich möchte in die Kneipe. Oh, das sieht ja cool aus. Oh, ich höre hier eine Kiste. Oh, das ist immer wieder die Inschrift, die ich höre. Ja, diese Plünderer-Arena-Schrift. Ja, ich glaube, das ist die Schrift, die kommt. Die glitzert und glänzt. Ich würde so gerne da runterfliegen, ne? Aber dann bin ich tot.
Das ist ein little bit ungünstig, maybe. Mhm. Ja, doch nur einen. Vielleicht hörst du mich, oder? Nee, da ist er. Mit grünen Schwertern. Die halt ausweiten, ne, mit ihren grünen Schwertern. Hallo Tür. Ich hätte doch nur irgendwo einen trampeln, oder? Ja, da sind noch ein paar. An. Das ist ja der Doppelte. Anscheinend. Aha, okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. So ein Ding ist das ja. Aha. Toll. Für ein paar Bomben, ernsthaft? Ich glaube, es geht los. So, hier drüben. Ja, durch den Baum kann man leider nicht durchschießen. Ist hier noch was? Du dumme Sau. Nee, so nicht. Der einfach schießen an. Nee, so nicht. Ne? Okay. Nix schicke drin. Oh, hier geht's noch weiter. Aha. Bleib doch einfach stehen. Ich bin der König der Welt. Schon wieder nur für so eine Scheiße. Kann da nicht was Vernünftiges drin sein? Ich habe irgendwo Wegpunkt erreicht. Also hier ist irgendwo Krippenbedarf. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh! Ah, hier drin ist noch einer. Ja, da ist auch Fragezeichen. Ein kaputten Maxchen. Gib mir auf die Mütze. Dann mach sie auch. Oh. Da ist nur ein blöder Wald Langbogen drinnen. Langweilig. Ja, normalen Tunnel lohnt sich irgendwie gar nicht mehr, ne? Also hier rechts. Irgendwo ist Schmuggelware versteckt. Finde sie und hole sie dir. Ist das die Schmuggelware? Ja, das ist die Kiste. Maxen. Gib uns den Bogen. Nicht, dass wir hier wieder anfangen zu buddeln, die Bescheuerten. Warte kurz. Nee, Fragezeichen ist trotzdem da, aber ich kann es dir trotzdem mal geben, Thorsten. War da noch was anderes drin? Nö, war nur der Bogen. Also ich habe immer noch ein Fragezeichen. Muss hier noch irgendwo was sein. Da ist auch noch ganz viel. Na, sie leiden, Max. Oha. Wie ganz viel? Wo ist denn hier was? Na, da drüben geht's weiter. Ja, aber hier ist es ja. Fragezeichen. Wahrscheinlich wieder unter irgendeinem Baum oder so. Da ist ja was zum Leben. What? Ja, ich bin wieder abgebreit. Herzlichen Dank. Maxien? Ja. Wir sind beide hier drüben. Ja, ich bin irgendwie von der Wand oder vom Zelt irgendwie abgebreit. Wo ist denn hier was zu lesen, Maxien? Da war gerade was zu lesen. Ja, ich suche das, was du meinst. Auf dem Tisch. Ah. Nee, das habe ich doch schon vorgelesen. Achte auf den Krippenbedarf.
hier. Tatsächlich Waffen für die Rebellenarmee. Die Wachen sind unsicher. Ich habe die Ware vergraben und die Stelle markiert. Heutzutage darf man kein Risiko eingehen. Das heißt, es muss hier irgendwo... Ja. Die Stelle markiert. Wahrscheinlich ist hier ein großes rotes X auf dem Boden. Jetzt geht auch da hoch. Dass diese Treppen immer verpackt sind, ne? Immer erst ab einer gewissen Zeit, habe ich das Gefühl. Hier geht's runter, by the way. Weiß schon jemand? Hallo? Achso, geht's wieder raus, oder was? Ich höre doch hier einen Gegner. Ja? Der ist auch bei dir. Ach, da. Nee, da ist wieder so eine Fliegentante. Wäre doch so ein Quasselstrippen-Heini. Du bist abgeschlossen, Trippenbedarf. Und bei mir ist hier... Warte mal. Wo bist du denn, Max? So, ich hab mir das jetzt mal markiert. Das muss... Das wo warst du denn gerade, wo du dich abgeschlossen hast, Maxchen? Da bin ich da oben gestanden. Bei mir ist keine Quest. Bitte, ist Fragezeichen noch da, Maxchen, oder nicht? Nee, kein Fragezeichen. Karawanenüberfall habe ich. Der ist die Quest abgeschlossen, wir nicht. Das muss so ein Ösi-Ding sein. So, hier. Hier ist Wegpunkt erreicht. Genau hier, wo ich stehe. Warum ist das so? Also laut dem Ding, da war doch bestimmt noch was in der Kiste drin, oder? Ja, da war nur der Bogen. Ich habe die Ware vergraben und die Stelle markiert. Das kann doch nur hier... Einige Finger schreiben. Ja, aber die Kiste hat der Maxchen dann geöffnet. Ja, und dann habe ich es gegeben. Ist bei dir das Fragezeichen noch da oder nicht, Maxchen? Nö. Ja, dann ist das die Kiste. Das ist, was ich da vorhin gefragt habe. Das sage ich ja auch die ganze Zeit. Also, die Kiste. Aber wir können sie nicht mehr öffnen, weil sie jetzt schon offen ist. Ja, dann... Mal gucken, wie man da wieder hinkommt, dann am besten allein. Also ich gar nicht, deswegen... Deswegen immer die Kisten nur aufmachen und nichts rausnehmen, am besten. Da müssen wir da halt nochmal spontan hin. Krippenbedarf. Ja, weil das die Farbe auch von der Kiste ist. Sonst warten müsst ihr halt wieder spawnt, ne? Boah, sieht das cool aus mit dem Mond. Weg. Da ist er weg, der Mond. Ja, ja. Ja gut, dann ist er hier jetzt nichts weiter, dann gehe ich zurück zur Base. Kann ich jetzt hier jetzt mal nichts machen. Was hab ich denn hier in der Tasche? Warum habe ich einen Greifenpanzer? Na, Tash. 11 Fähigkeitspunkte. Ja, wir haben heute ein paar bekommen. Hinterhaltsschaden. Ah, ich halt zur Zeit. Zack, zack. Ja, den mache ich eher, wenn ich hinter die
Gear tatsächlich. Wechseln wahrscheinlich auch. Mal auf jeden Fall mal dieses der Miasma-Zeit erhöhen. Das habe ich schon gemacht. Das finde ich gut. Ich habe ja 11 Minuten, wenn wir ins Miasma gehen. Und ich habe eine Regeneration, wenn ich im Nahkampf jemanden töte, dann kriege ich auch nochmal Miasma-Zeit zurück davon. Witzigerweise. So. Aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt noch ein bisschen so. Dann muss ich mal durchlesen. Wenn ein Verbündeter die Aufmerksamkeit eines Feindes auf sich zieht, dann gilt das auch für dich. Ja, Dankeschön. Okay, interessant. Mal gucken. Okay. So. Dann haben wir jetzt alle Welt verpasst. Aber dann würde ich sagen, klingt mich ja aus für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann quest noch weiter oder so. Schau mal. Was so gut gehen, dass ich näher kann. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Winke, winke. Yelana yelata mürküdü Boz dengri azit suana zuata